So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und wir müssen jetzt alle unsere was mit Mario rüberbringen. Ja, dieses Mal mache ich das. Ich nehme mir so eine coole Truhe mit. Alter. Gut, Kapitäns. Wer bekommt die? Das, der Typ der im Gold Zelt, Händler. Oder? Ja, genau, der in dem Goldzelt. Gut, kriege ich hin. Du hier Gott einfach zusammen. Die Truhen nebeneinander gestellt hast. Mega ja, ich habe die, hab die eben sortiert. Was schaut denn? Ja, sorry. Hä, war ich nicht mal seit 8 da? Gucken. 910, ne? Ja. Ich habe jetzt die Seide dabei. Was waren 1030 und 1300? Kapitänskisten wahrscheinlich. Ja. Nice, ja. Aber dann war diese dekorative Kiste 210. Ja, dekorative Kiste, ne? Ich bring gerade die Seide weg. Bin mal gespannt, was die bringt. Dürfte auch relativ viel bringen. Aber 773. Haben die eben hinter uns den Kraken nicht gesehen? Doch, aber die dachten wahrscheinlich, dass wir sinken und die sich dann holen können, was wir haben. Ich glaub, ja, aber die dass Sachen die so sind doch dann weg. Haben. Ich glaube, die haben sich einfach gefreut. Ja, geil, da ist der Kraken, das gucken wir uns an. Das haben wir nicht anders gemacht. Drin. Ich wollte gerade sagen, sind nicht alle so wie wir beim ersten Mal. Oh Mann. Der Kraken ist nah. Nee, ich habe schon mal 10.000, jetzt 11.000, das heißt... 14.000 kannst du den Hut leisten, glaube ich. Nee, ich warte jetzt 13. auf 70.000, dass ich mir direkt... Na, direkt hier, Siegel, bin ich auch dabei. Siegel. Weil ich meine, was bringt dir der Rest, den siehst du mal oder so. Aber wenn du dann ja. irgendeinem anderen Schiff begegnest und das dann direkt denkt so, wow, bei dem Typ läuft. Das ist doch viel cooler. Denke ich auch. Bin ich voll bei Mario dabei. Deswegen ich meine, alles andere sehe ich ja nicht. So, ich mache mir selbst eine Augenklappe, die sehe ich ja selbst nicht. Oder wird mein Schuhe Sichtfeld eingeschränkt? Das wäre es echt so. Augenklappe und du siehst nur noch die Hälfte. Gibst Spaß so richtig lang, kaufst direkt die beste Augenklappe und siehst davon nichts. Dann siehst du nichts. Ja. Schöner Arsch. Ah, ich laufe immer in falsche Richtung. Das ist nämlich der Truhe des Seefahrers, Truhe des Schiffbruch. Ein Schädel liegt jetzt noch unter Deck, wenn ich das richtig sehe. Einer von euch auf dem Weg? Ich bin gerade wieder rein. Dann steht da nur und spielt Musik. Der macht das die heißt, Motivation. Ich muss nicht nochmal zurück, oder? Glaube nicht, Mario, guck bitte nochmal, ob du noch was siehst, aber ich hab gerade nichts mehr gesehen. So, ich gebe jetzt wieder direkt alles Gold aus. Oh, Sven, gehen wir den Sonnenuntergang genießen. Ich will shoppen. Nimm's Angebot durchstöbern. Hm? Zazara. Ja, hier liegt noch ein Schädel. Wenn alles hier unten lag halt. Der Schädel kommt aber nicht zu dem Heini von gerade, ne? Ne, der Schädel kommt wieder zu der Voodoo-Frau quasi. Könnte ich es theoretisch auch an ihn verkaufen und wird dann weniger bekommen? Glaube nicht. Mario, wenn du dich traust, na, klar. Komm zum Weststrand der Insel. Machen wir 1 gegen 1 ohne Treten? Ja. Gut, wo ist denn West? Jetzt muss ich erst den Kompass zücken. Nee, ohne Seife. Was ist doch auf der ganz Kannst anderen du der Seite? Musik folgen? Ich höre keine Musik. Tim. Oh. Tim? Ja. Wie schön. Bist du? Ich bin noch beim Einkaufen. Überlegt. Kleidungs-Heini? Ob ich. Ja, nee, beim Ausrüstungs-Heini. Ob ich jetzt noch 4000 ausgebe und dann nur noch 180 Gold habe. Kaufe ich den Kompass oder nicht, Sven? Nein. Warum nicht? Weil wir wenn den Kompass beim Schiff benutzen. Oh. Hast du dir gegönnt? Kann man ja mal machen. Guck mal, ich weiß, was ich mir gegönnt habe.
Was habt ihr euch gegönnt? Ich will sehen. Ich hab das hier. Ich hab mir ein neues Fernrohr gegönnt. Hatte schon eins. Guck, zeig mal. Das Fernrohr hab ich. Mhm. Hatte ich vorher schon. Und das hab ich mir gegönnt. Das ist natürlich cool, aber das ist die normale, ne? Verwendest du die überhaupt? 13.000. 13.000. Ich benutze nur die Pistole, quasi. Okay. Ich kann mit der überhaupt nicht zielen. Aber ich bin auch einfach dumm. Ich bräuchte, wenn, im Säbel. Weil. Ist das die des Herrschers, Sven? Ja. Lol. Ja, die Sea-Dog-Sachen, die ich sonst hab, ja, da hat man einfach einen Unterschied bei der Pistole. Can I help choose your cutlass? Mich halt jetzt entscheiden zwischen Mantel und Pistole. Ich hab die Pistole genommen. Mantel natürlich. Ich weiß nicht, diese Klamotten sind zwar teilweise cool, aber ich sehe sie ja selbst nicht. Finde ich es ja besser, wenn ihr euch Klamotten holt. Ja, ich fände es auch besser, wenn der Arne sich drauf was anzieht. Ja. Der Arne ist der Reichste nachher von uns und hat also, immer noch die Lumpen an. So kann man euch wenigstens am einfachsten unterscheiden. Wobei, du bist noch ein bisschen fülliger, Sven. Was bin ich? Du bist noch ein bisschen fülliger gebaut als Arne. Am Anfang war ich mir von, also als ich gesehen habe, unsicher, wer wer ist. Da habe ich mir einfach nur gemerkt, wer nackt ist. Ich guck mir nochmal an, wie teuer hier. Bin ich dick. Bin der mit dem Metallholzbein. Hat sie nicht mal Metallholz? Achso. Nee. Wer hatte mit. Ich habe ein Metallholzbein. Aber Sven hatte Holz. Ja, Sven hat ein Holzholzbein. Okay. Der Tim hat ja auch einen Haken. Ja, ich habe auch einen Haken. Ich habe nur noch eine Hand. Kann man Geld zusammenlegen? Ich glaube nicht. Schade. Ich weiß nicht, was cooler wäre. Irgendwie ein angestrichenes Schiff oder eine Flagge? Ja. Nee, wo ist denn der... Ja, wie kann es denn sein, dass wir jetzt schon die ganze Zeit keinen Raid mehr gesehen haben? Stimmt. Dass die Leute vorher nie dahin gefahren sind, ist langsam so die Angst davor verloren haben. Und es kommt ja nicht, sobald der eine erledigt ist, direkt der nächste Raid. Ich schwimme mal zurück zum Schiff. So, ich bin jetzt gleich raus, glaube ich. Okay. Go on. 1.35 Uhr. Oh. Ja gut, dann machen wir jetzt noch irgendeine Tour oder so. Ja. Ja, wenn wir jetzt keine Fahrt mehr machen, würde ich sagen, beenden wir gleich am besten die Aufnahme hier auf der Insel, oder? Wenn Tim sowieso raus ist. Ja, okay. War jetzt eine kurze Aufnahme, wir haben nur Sachen verkauft. Aber okay. Dann mache ich aber Licht. Ja? Da brauche ich aber Licht. Ah ja, genau. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Vielen Dank. Hier fehlt noch jemand. Arne. Enra. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.